Jetzt hört man Inka, die reden, die redet Inka, Inka. So, Kinderchen, willkommen! I always thought that urban legends were fairy tales. But 2 years ago, I attended Leafmore High, an old and respected educational institution that was run by the Friedman brothers, Leonard and Herbert, twin brothers that had specialized in experimental botany. Life was beautiful then. And I remember so many good times with my friends Ashley, Josh, Kenny, and Shannon. Until Herbert Friedman decided to use the students as guinea pigs for an experiment that would save the life of his diseased brother Leonard. All of us were infected with mutated spores that Friedman released into the air. To survive, we had to kill our teachers. After that night, I did a lot of bad stuff and ended up in prison. But I served my time without protesting. I'm out now, and I just want to forget about Leafmore and everything that happened there. May, we're gonna miss the drinks at Sven's. Okay, I'm coming with you. So, meine Kinderchen, da wären wir. Wir spielen Obscure 2. Tja, nach 2018 hatte ich das ja mal. Let's go. Sven als, is waiting ja, for us. Ja, ist ja gut. Als Let's Play gespielt für euch, den ersten Teil. Und dann habe ich gesagt, in Kürze wird es folgen, zweiter Teil. Und das hat auch nur fast 4,5 Jahre gedauert. Das wäre dann in Kürze. So, Obscure. Der erste Teil ging darum, dass irgendwelche merkwürdigen Pflanzen von den Friedman Brothers, man hat das ja gerade schon im Intro gesehen, die haben Experimente mit Pflanzen gemacht auf unserer alten Highschool. Wir sind hier nicht Kenny. Kenny ist derjenige, der auf der alten Highschool gewesen ist. Experimente mit Pflanzen gemacht und dann mit Schülern und die haben sich dann in Monster verwandelt. Monster, ja, Monster schon verwandelt und ja. Da war die ganze Highschool natürlich von besessen. Wir mussten uns da durchkämpfen, haben einige dann Freunde verloren. Wir werden eine Gruppe von mehreren Freunden sein. Und, mal gucken, wiefern wir das denn alles überstehen. Das ist der zweite Teil. Und jetzt sind wir mittlerweile, was kommt nach der Highschool? Das College, genau. So, da sind wir. Und wie es nun mal für College Kids aussieht oder sein muss, es ist einfach Terror. Chips liegen am Fußboden, Klamotten liegen ja vorübergegangen. Die haben schon einen Laptop, ja klar gab es 2005 oder wenn das Spiel rauskam, einen Laptop. Die Grafik sieht deswegen so geil aus, weil das Spiel eben halt so geil alt ist. Ein paar Ladies an den Zimmerfenster und ich weiß immer noch nicht, warum der Mauscursor hier angezeigt wird. Ich will das mal ganz kurz nochmal klären, dass ich hier, dass der nicht so schnell ist. Option. Helligkeit ist super. So. Mauseinstellung. Ah ja, guck mal, da hatte die alten. Ich gebe zu, ich habe das schon angefangen zu spielen, eine Aufnahme zu machen. Aber mit einer verkehrten Einstellung, mit Videoeinstellung, Pixeleinstellung. Wir hatten so ein kleines Fenster oben am Rand. Halt deine Klappe, ich unterhalte mich gerade. So. I have to go now, sorry. Yeah. Wow, that's a really nasty tattoo Matt has on his arm. I'm gonna kill that bastard! He's blocked the door! I can't remember. I was drunk. Geronimo! Geronimo! So, die Musik ist hier sehr laut. Man kann ja alles einstellen an den Spielen. Alles, ne? Man kann alles mögliche einstellen. Nur diese verkackte Musik, die ist natürlich intensiv laut, ne? Die kannst du nicht einstellen. Ey, Wahnsinn. Ich musste ganz kurz mal gucken. Mein Wuffi macht da Blödsinn. Lotte! Nein! Genau. Nicht, dass sie anfängt hier. Wenn hier überall der Strom ausgeht. Dann hat sie das Kabel gefressen. Okay, hier ist ein Keksautomat. Geh weg da, Uschi. The second floor.
Tür ist blockiert. Hello. Svenny Boy come und in, Amy. Come in. Und sie reinschillt here, einfach. Smell ne? this. It'll melt your nostrils. Oh shitty, wow. what's this there? Motherfucker Zeug? Everyone on campus has been making tea with this flower for a month. Guck mal, die it's hat time die we tried. Tatsächlich in der im Haar hey, drin. Neighbors. Hey. Da haben wir ihn ja, what Kenny. Are you doing? Great, my sister. Come over here now. I'll see y'all at the party. Weird family. Do you think they'll let us into the Delta Theta Gamma party? It's really exclusive. If you're with me, it won't be an issue. Jo, er schließt sich erstmal mit dem Teezeugs ab. Naja, die Pflanzen halt, ne? Ja, sie wollen sich alle verwandeln in Monster! Verdammte Scheiße, was zur Hölle mache ich hier? Am See. La 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 la, ne Base, nimm mich mit. Nimm mich mit, nimm mich mit, ist der Hit. Hier kann ich noch kein Inventar machen. May? May? May, what's going on? May, was tut dir weh? What is that place? Sven had better not be playing tricks on us. Okay, hier sind wieder gruselige Sachen. Ich finde, das rechte hier ist aus dem Penis. Aus dem Weg, ihr Bastarde! Ihr Geschöpfe der Hölle! Ich werde euch alle ermorden! Ah, er kann da durchmarschieren hier. I'm coming for you. Hey, let her go. Guck mal, wie wir hey, gleich hierher kommen. Stop. Hey. Ja, warte noch auf mich, genau. On, ohne Siege der Nächste. Let her go. You're gonna deal with me. We gotta do something. Something's coming. Can you feel it? Go again. But what's going on? Das ist die Hölle. Überall Leichen aufgehangen. So Silent Hill mäßig so, ne? Where is the other half of me? I'm here, June. In der Wand. I need the other half. Die ist in der Wand. Me. Die ist in der Wand. Okay. He desires me, Sven. Sven, halt Mensch. Oh, er fällt auseinander. No. Corey, you bastard. Stop. Oh, no. Jetzt haben wir hier dicke Flinte am Stissel hier. Da ist die Blume. Look at me. See how satisfied I am. Oh, pleasure has opened its petals inside my body. Amy. A new flower blossoms. Oh my god. Als ob ich dich treffe, ne? Oh no! Wait, my feet is Ulle! Oh Gott, nein! Die bösen Monster, sie vernichten uns alle! Er hat dir gerade sauber den Kopf abgebissen, ne? Und jetzt, wo werden wir wach? Auf Toilette. Oh, scheiße. Was war das denn? Mir geht's echt beschissen. Ich würde nochmal kotzen gehen, glaube ich. Gut siehst du aus. Heute schon gekotzt. Das muss damals so ein heftiger Grafikeffekt gewesen sein, dass wir damals nicht das Kotzen gekriegt haben, wenn wir solche Spiele gespielt haben. Wahnsinn. Also jetzt so von der Grafik einfach her. Das ist alles nur... Das dreht sich ein alles. Raus aus der Toilette, rein in den Treppenhaus und mal gucken, was hier so geht. Oh mein Gott. Yay, diesmal ist die Tür auf und nicht blockiert. Oh, guck mal hier, ein Energy Drink, mitten auf dem Treppengeländer. Natürlich ist es öfters so, ne? Also, wer kennt's nicht, ich gehe hier aus meiner Haustür raus und hab direkt auf dem Treppenhausgeländer einen Energy Drink. That's much better. That's much better. That's much fucking better. Achso, sind wir hier wieder, wa? Boom,
Also der Typ gerade, der auch am Campus vorbeigefahren hat, hat der quasi Blume ja mitgebracht in den Campus, ne? Wahrscheinlich aus Versehen. Oh fuck! The way to the exit is blocked. I better find another way out so we can find May. Der Klopapier, folge dem Klopapier, denn zu Zeiten des Krieges ist sowas sehr teuer und wird nicht verschwendet und wir gehen hier raus. Oh, springen. There's no choice. I have to go that way. Natürlich nimmt man als Student immer den sichersten Weg und natürlich ist jeder Student auch total sportlich. Ne? Ich finde den Weg ganz sicher. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Ladies. I'm coming home. I hope that May is okay. That nightmare was really May horrible. Is okay. Da glaubt mir mal. Oh yeah. That's why I like living in a student dorm. Oh yeah, okay. Me too. Okay, I'll be going then. Nee, wir gehen nicht. Get lost, you jerk. Ich bin kein Spanner. Oops, sorry. Das ist mein Hobby. May's probably in her room. Oh, it's you. Ugh. My head. Here, drink this. It worked for me. We're already late for the Delta. Die Strümpfe, die sie anhatte, Alter. Das sind alte Wintersocken, die sie aufgeschnitten hat unten. I hope there'll be some cute guys okay, there. Jetzt Amy und Kenny. Right. Wir können sehen, wir sind hier Amy. Das Team. Warte mal, ich würde gerne mal... Achso, warte. Objekte. Team, die haben schon mal Energy-Dings dabei. So, was haben wir hier? Mei Wang. Ich glaube, warte mal, genau, das wollte ich mal sagen. Eine echte Blondine, Blondine ist geil. Und Miss Wet T-Shirt auf dem Campus, hört. Amy Brooks, zum Teil einer verdächtigen Schwüle unter vier Bettdecken der Jungs von Fald Creek verantwortlich. Jedoch lässt sie ihren Phänomenen Geschicklichkeit beim Entziffern von Zerlegen und fast unmöglich und wird sie mit dem Kurs und Puzzle in eine Liga aufsteigen, in der selbst ein Frauenheld ihr nicht die Hand reichen kann. So, Dame Kenny, eine ehemaliger Leaf Moore, High Student. Und das war damals, ne, der ist Protagonist aus dem ersten Teil. Vollzeitschönig, Kenyu Matthews, geht Ärger oder anderen Hindernissen nur selten aus dem Weg. Er verwendet rohe Kraft, um sich seinen Weg zu bahnen. Als gefeierter Quarterback hatte Kenny reichlich Gelegenheit, die Damenwelt von Fall Creek zu erobern. Geht es jedoch um seine Schwester Shannon, schlüpft er ganz schnell in eine andere Rolle des großen Bruders. Hier ist May Wang, bla bla, ich hab keinen Bock, alles durchzulesen, sorry Leute. So, erstmal wieder zurück auf Weapons. Wir haben noch keinen. You're not a guy, Kenny. You're a friend. No comment. We're gonna have a hard time getting in without the twins. They know some guys from the Brotherhood, unlike us. Don't worry, I'm on it. Don't worry. Hier, guck mal, hier sind doch schon diese ganzen Flowers. Guckt euch mal das an. Das sind doch schon die Blumen hier, oder? Ja, natürlich. Die wachsen ja auch an den Wänden. Das sind doch schon die ganzen Blumen. Die Blumen. Aus dem ersten Teil. Lass mich rein! If you fancy a drink, I took a leak in the corner earlier. Ich stehe nicht so auf Natursekt, dankeschön. Ist das... Nee. Darauf wollen wir jetzt nicht weiter. Last we'll be able to let our hair down. La 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 la, hier ist ein Hockeyschläger. Hockeyschläger, okay, Inventar, wir hauen das erstmal zu Kenny. Weißt du, wenn du schon den Mauscursor hast, ne, wieso kann man das nicht mit der Maus bewerkstelligen? Das ist maybe das bleibt mir ein Rätsel. This'll change that bouncer's mind. Don't be a pain, Kenny. We're in. It's cool. Erstmal weglegen, den Scheiß. Wir wollen ja keinen Stress veranstalten. So, hier, warte, hier, Tür. Warte, also, warte, hier war Tür. Oh, die Tür ist blockiert. Okay. Amy ist wohl so ein bisschen, hat was vor heute. Die Tür ist verschlossen. So ein Mist, wir kommen niemals auf die Tür. Hauptsache Tanga guckt oben hinten aus, ne? Komm, Kenny, gib alles, gib alles, gib alles, gib alles, gib alles, gib alles, gib alles. Oh, Kenny. Kenny. Wer bewegt sich so im wirklichen Leben, ha? I like to see you work out.
Yeah? Yeah, does it genau. Make you all hot and sweaty for me? I could use the exercise. Don't worry. I'm sure someone will take pity on you inside. Yeah. We must be able to get in from up there. That we've come to this. Having to climb up on the roof to Sie get Sie bleibt to auf jeden Fall erstmal unten, das ist schon mal richtig so. Boom-chack, 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 boom-boom-boom-boom-chack, boom-chack, chaka-boom. All these glasses. Looks like someone got a head start. Look, they forgot their dirty magazines. So, rich kids are human beings after all. Eben, selbst die haben Bedürfnisse. Oh nein, die haben sie hinter sich abgeschlossen, aber das Fenster, das darf man nicht vergessen. Öffnen. Oh, hier. Genau mein Ding. Ah. Damit erwecken sie jede Blume hier zum Leben. Sie töten alle Menschen und verwandeln sie in Monster. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Hauptsache, die singen dabei noch dieses Sport. Lalalala. What is this mess? Well, people had fun. But... Das hört sich nicht nach Fun an, Alter. Das hört sich an wie Osama. Okay, das war jetzt nicht so witzig. Komm, Amy braucht auch eine Schlagwaffe hier, damit sie sich hier wehren kann. Alter, was für ein Knüppel, ne, der Golfschläger. Ich glaube, ich persönlich würde auch lieber einen Golfschläger nehmen. Da geh mal beiseite. Kann ich hier auf die Fresse? Oh, geil. Man kann hier wirklich... Hey! Oh! Is that the way you hit on girls? Ich find's geil, tut mir leid. Amy, geh beiseite! Hey! Is that the way you hit on girls? Ja. I'm hurt and they've killed my boyfriend. What? It will soon be your turn. Ich bring dich zu deinem Boyfriend. Take the gun in the billiards room. Ich... Eigentlich schreien! Ich kann sie... Moment. Hä? Ich kann sie nicht schlagen. Kann ich noch Frauen schlagen? Ich bin der weltberühmte Frauschläger. Geht nicht mehr. Guck mal, ich kann sie auch nicht mehr schlagen. Gott, Amy. Ow, oh, you big bully. Das war ein Klaps auf dem Hintern. Reg dich nicht so They're auf. Killing each other. The gun is in the safe in the games room. Bringen sie sich gegenseitig um. Die Knarre ist im Aufmalsraum. Alles klar, guck mal, hier ist noch was. Ein kleiner Schlüssel. Es ist klar, wenn eine Fensterscheibe da ist, halt Tür, dass die Tür wohl verschlossen war. Da da di da 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 di da 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 di da da. Hello, Lady, was möchtest du trinken? Geile Alkoholsammlungen. Diese Jungs haben einen exzellenten Geschmack, natürlich. Das nächste Mal klatsche ich dich. Boah, da wird aber noch heftig gebumst, wa? Okay, lass uns mal eben speichern. Hier, wo soll der Safe sein? Das ist eine Espresso-Maschine hinten, ne? Ja, berühren. Brrrr. Genau, da speichern wir. Jawohl! Überschreiben! Speichern! Okay, wow, today. My mind. My head is spinning. So, wo soll er safe sein? Nur ein paar leere Flaschen. Also ich persönlich hätte ja so ein Safe hier so versteckt, ne? Skateboard-Wettbewerb. Yeah, mir egal. Aber Hauptsache yeah, ne? Ja, ist klar, alles klar. Ich glaube, die sind alle mittlerweile schon erledigt worden. Man hört noch das Gegrunze und Geschmunze. Der Top-Fernseher, ganz flach. Ach, guck mal hier, ich habe einen Safe gefunden. So. Den Safe. Ja. Achso. Aber wir wissen den ja nicht, ne? Wir wissen den Code ja nicht. Die hat gesagt, die Waffe ist ein Safe. Ist ja alles schön, finde ich klasse. Aber den Code hätte ich mal. Ich frage sie einfach nochmal ganz kurz. Ja. Bestimmt hat sie sich selber gerade verwandelt als ein Monstrum. Die Lady, der Code, ne? Den Code möchte ich nicht. The code for the safe must be hidden somewhere in the corner. Der Code des Safe muss irgendwo in der Ecke versteckt sein. Dankeschön! Hättest du mir nicht sagen können?
Na, welche Ecke denn? Da im Raum, ne, oder? Das sind schwere Schritte. Irgendwo in der Corner. Irgendwo in der Corner. Corner. Zum Beispiel safe. Wenn man ein Safe irgendwo in der Corner versteckt. Eine Safe-Kombination. Corner. Kenny, we need a gun. Ja. Dankeschön. Hey, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Is that the way you hit on girls? Ist das der Code? Nee. Ist das der Code? Nee. Natürlich gibt es zu schlechten Ereignissen immer gleich auch noch Gewitter, ne? Echtes amerikanisches Billard, professionelles Zeug. Ja, sehr sauber, sehr sauber. Ja, auch das ist echtes professionelles Zeug. Ach, guck mal. Was haben wir damit bloß verursacht? Nichts. Hä? Warte mal, vielleicht. Vielleicht muss ich das hier entschieben. Oh, was war das denn? King Kong? Aber wo muss ich mit den Automaten jetzt hin? Super, dass man den bewegen kann. Finde ich echt phänomenal, aber... Was ist hier? Oder? Ja, weg da. Geh weg da, Uschi. Ja, er war doch gerade... Mann, verpiss dich hier. Hier steht auch keine Nummer drauf oder so ein Scheiß, ne? Dieses Monotone immer, ne? So typische alte Spiele, ne? So, wo man noch nicht so... Ja. Wo man es noch nicht noch so geil machen konnte. Fuck, Alter. In welcher Ecke soll er denn sein? Willst du mich verkacken? Au, you big bully! Schauen. Das Fernsehbild ist gestört. Mann, geh aus dem Weg. Are you frustrated or what? Wo, wieso? Wieso finde ich denn jetzt hier den Code nicht? Guck mal, der Speicherraum ist kaputt. Geh weg, Mann, Uschi. Du magst wohl gerne Schläge, wa? Hier steht nichts drauf. For 2 seconds. Skateboard-Wettbewerb. Staubfinger. Ich glaube, sie kriegt da draußen echt was gerade aufs Maul hier. Boah, ich dachte schon, Alter. Ich habe damit echt fest gerechnet, dass ich rauskomme. Und die Alte kriegt da gerade richtig was aufs Maul dann irgendwie. Aber in welche Ecke meint die denn, ey? Das nervt. Tür ist blockiert. Auch die ist blockiert. Auch blockiert. Die ist offen. Geil. Ach so, da kommen wir her. Kacke. Weg da. Aus dem Weg. Hier, sag doch mal. Sie werden uns töten, genauso wie die anderen. Ja, gut. Guck mal, den Schimmel an der Wende. Ich glaube, die werden uns auch töten. Aber. They're going to take us. Ja, sag mir den Code. Sag mir den Code. Sag mir den Code. Sag mir den Code. They killed my boyfriend. Sie haben ihm den Kopf abgefressen. Ja, das ist doch gut.
Ja. Dürfte für May kein Problem sein. Ich hab doch so einen fucking Schlüssel. Wieso kann ich den denn nicht benutzen? C zurück. Hab ich denn nicht im Inventar? Objekte. Kann ich den... Wie kann ich eigentlich zu Dings hin und her switchen? Such eine Waffe. Ich muss doch auch irgendwie zu warte mal, das muss man ja lesen können. Ich muss doch irgendwie zu Amy switchen können. Option. Steuerung. Bewegung, Waffen wechseln, Schnellmenü, schnell. Bewegungen. Ja, das macht Sinn, genau. Waffen wechseln, klar, ja, alles klar. Aktionen, abbrechen, C, umschalten, laufen, Spieler wechseln. Tab, habe ich doch gerade gedrückt. Tabulator. Ach, guck mal, hat er leicht aufgeblinkt, das habe ich nicht gesehen, alles klar. So, Kenny, du hast mich die ganze Zeit verprügelt. Jetzt kriegst du von mir ab. Du hast mich geschlagen. Weißt du das nicht mehr? Jetzt kriegst du mir ab. Hey, come down, ich habe damals den ersten Teil habe ich mit Inka zusammen gespielt. Das muss, ich weiß nicht, das muss, weiß ich nicht, 2000 gewesen sein. Und, ey, da man sich ja gegenseitig verprügeln kann, war es wirklich so, dass Inka und ich in Highschool im Gang standen, wir Monster entschlagen wollten und auf einmal anfingen uns gegenseitig zu verprügeln. The girl's right, Amy. It'd be better if we had a gun. Das war schon sehr, sehr witzig. Fand ich so. Ging ja nicht nur von mir aus, sondern auch von Inka. Inka, die mag ich. Wenn sie die Möglichkeit hat, würde Inka mich sogar im Schlaf mit einem Kissen ersticken. Nicht? Okay. Die Frage ist, was habe ich mit diesen Automaten jetzt zu tun? Gar nichts, ne? Das, der steht da jetzt. Oh, hey, bewegt deinen Arsch. You gonna calm down, Blondie? Okay. Also es muss ja an diesen Automaten irgendwie hängen, aber ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Schauen leer. Die kann ich jetzt gar nicht mehr. Doch, jetzt kann ich nicht mehr. Kann ich auch drehen? Nee, kann ich nicht. Und irgendwo genau irgendwie hin platzieren kann ich ihn auch nicht. Was meinst du? Gieß mal vielleicht beiseite, du kleine blonde Otze. Hier kann er, hier passt er nicht durch, ne? Keine Chance. Irgendwo in der Ecke hat sie gesagt. Aber wo denn, Mann? Das musst du doch irgendwo anzeigen. Hier sind wir wieder am Safe. Hier war die Speicherecke. Alkoholsammlungen. Leer. Amy, komm, wir müssen uns beeilen. Die Leute sterben hier. Hier steht hinten auch nichts drauf. Das war das, was ich ja vermutet hatte vorhin. Ah, Kinderchen, ich muss, glaube ich, mal eine... Sowieso eine... Ein Break machen, sonst wird die Aufnahme ja auch viel zu lang. Man sagt ja statistikmäßig, man guckt nicht länger als eine Viertelstunde. Bei mir ist es irgendwie weniger auf dem Kanal. Was ist mit den Kugeln? 9... 2, 8, 11? Nee, der 11 ist ja natürlich total Blödsinn. Könnte man ja auch diese Kugeln hier irgendwie... Nee, da sind ja gar keine. Nur eine 8. Und da noch komisch, weil... Ist hier das Licht auch an? Was dachte ich? Neun, zwei, acht, ne?
Warte mal, hat da was geblinkt gerade? Geh doch mal beiseite, Amy. Oh, Alter, die ist im Weg. Diese Geräuschkulisse ist echt aufregend, ne? So, Kinder, bevor wir den Safe öffnen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüssli, Müsli. Muah.